Es ist das Jahr der Konferenz zur Zukunft Europas. Menschen in Berlin fragen sich, was können wir machen, um unser Leben schöner, nachhaltiger und besser gestalten zu können. Wir sind heute in Mitte und in Lichtenberg und wir werden uns mit dieser Frage unter dem Aspekt Foodsharing und Foodsaving beschäftigen. All das in einem Projekt Hier jetzt Europa mit Unterstützung der Senatsverwaltung für Kultur und Europa. Mein Name ist Veronika Priesmeier-Trotsch. Ich begleite Sie. Kommen Sie mit. Es wird ein schöner Tag sein. Also wir haben ja mit bestimmten Betrieben in Berlin Kooperationen. Wir selber von Foodsharing sprechen halt die Betriebe an. Und dann wird mit den Betrieben, wenn die einverstanden sind, mit uns zu kooperieren, werden bestimmte Zeiten vereinbart, zu denen dann die Abholungen stattfinden. Wir richten uns da immer nach den Betrieben. Das, was wirklich nicht mehr essbar ist, das bleibt im Betrieb. Also was wirklich Abfall ist, nehmen wir nicht mehr mit. Und alles, was noch verwertbar ist, nimmt sie dann mit. Und dann wird halt einfach geschaut, entweder was man selber verbrauchen kann, kann man selber verbrauchen oder man verteilt es. Wir haben Verteiler. Verteiler sind Orte, wo man halt die Lebensmittel dann abgeben kann und jeder sich die Lebensmittel rausnehmen kann. Wir verteilen aber auch zum Beispiel an Obdachlosenunterkünfte, mit denen wir Kooperationen haben, oder Frauenhäuser und natürlich halt einfach auch an Freunde, Bekannte. Wir haben über unsere Website auch so die Möglichkeit, sogenannte Essenskörbe zu erstellen, also wo man es einfach online anbietet. Der Oberbegriff ist Foodsharing, also wir sharen auch, also teilen auch. Aber ein Foodsharer kann jeder werden, der sich bei sharing.de registriert. Da muss man keine Voraussetzungen erfüllen. Als Foodsaver muss man halt wirklich diese Einführung durchlaufen, dieses ganze Programm. Und man wird auch wirklich erfasst mit allen persönlichen Daten. Also es wird tatsächlich, alle Daten werden abgeglichen mit dem Personalausweis, weil das sehr, sehr viel auch mit Haftung zu tun hat. Ja. Also wir sind in dem Moment haftbar dann für die Lebensmittel, die wir weitergeben. Der Betrieb ist vollkommen aus der Haftung raus. Ich bin tatsächlich die Zielgruppe, die alleinerziehend ist und zwei Kinder zu Hause hat und auch durch Corona nicht arbeiten gehen konnte. Einerseits habe ich dann was gesucht, wo wir sozusagen noch preiswert an Lebensmittel rankommen und andererseits auch einen Beitrag für die Umwelt leisten. Also insofern bin ich mit dem Lastenrad sowieso schon unterwegs und versuche Bahn und Auto zu vermeiden und bin dann aber auch noch daran interessiert, sozusagen diese enormen Restmengen, die überall anfallen, zu minimieren. Für mich ist das auch den Kindern beizubringen, das ist so wie wenn wir im Wald Pilze sammeln würden. Also dass viele Sachen, die auch mal eine Stelle haben, dass die noch genießbar sind. Ne? Also es ist eine andere Art von Umgang mit Essen auch. Die mitkriegen und manchmal nervt sie das und manchmal sind sie wirklich stolz. Okay. Und kreatives Kochen? Machen wir dann auch. Wir kochen dann das, was da ist, auf jeden Fall. Das gehört dazu. Vom 21.09. Das heißt, welchen haben wir heute? 22. Also die sind einfach, ne? Gestern hätten sie die noch verkaufen können, aber heute nicht mehr. Ne, sind einzelne Blätter nass, sodass man das nicht mehr verkaufen würde, aber essen kann man es noch. Dann kann man die oberen Blätter rausnehmen und trotzdem noch Salat draus machen. So was haben wir denn hier noch? Na, wenn du einmal Foodsaver bist, dann kannst du ja auch mal nicht nur in Deutschland, sondern in Österreich oder irgendwo anders auch mal diesen Aktivitäten nachgehen. Wie funktioniert denn diese Vernetzung europäisch? Und was könnte eigentlich nochmal Europa besser tun, um solche Menschen oder solche Gedanken zu unterstützen? Also Foodsharing ist ein sehr gutes Beispiel, weil das hat die Kollegin Carolina in Berlin kennengelernt und hat es dann nach Warschau getragen. Also das ist ein tolles Beispiel, wie Ideen sich in Europa verbreiten, wo Best-Practice-Beispiele auch in anderen Ländern angewendet werden können. Egal wo man gerade ist, kann man Foodsaver auch sein. Wenn man verifizierter Foodsaver ist, kann ich zum Beispiel, wenn ich oft irgendwie in Wien bin, kann ich auch dort mich in Betrieben eintragen und dort retten gehen. Und dadurch ist halt, also es gibt viele Leute, die halt zum Beispiel nur zeitweilig in Berlin leben, sonst in anderen europäischen Städten. Dadurch gibt es so ein ganz großes Netzwerk mittlerweile.
It would be nice for the topic to be more spoken of and to be, you know, to get some more help. For now, our food sharing in Poland generally is just a voluntary work. It's not like structured and maybe supported enough. So maybe we can change it somehow to do more work to, you know, stop the wastage of food. Also die Idee hinter Foodsharing, die werden Sie wahrscheinlich besser kennen als ich, aber die Idee ist, dass Lebensmittel nicht weggeschmissen werden. Und das ist eine sehr wichtige Idee. Vor einigen Monaten kam Frau Vela Sanchez auf mich zu und sagte, Herr Kunz, was halten Sie von der Idee, wenn wir in Karlshorst ein Pilotprojekt starten mit Foodsharing? Es ist halt so, dass viele Akteure an dem Projekt notwendig sind. Ich nur die Strippenzieherin bin und genau da sitzen die Ehrenamtler, die der Herr Kunz erwähnt hat, ohne die es gar nicht gehen würde, dieses Projekt nicht geben würde. Und auf der Seite genau das Icarus, was die Sachen zusammenführt. Auf der anderen Seite, was würden Sie sich wünschen, tatsächlich mal von der auch europäischen Politik, um dieses Thema eben nachhaltiges Lebensmittelverhalten ein bisschen zu fördern? Das ist natürlich ein ganz schön großes Thema. Zum einen geht es ja darum, um Nachhaltigkeit, andererseits geht es natürlich um Agrarpolitik in der Europäischen Union. Und ich glaube, dass wir da in den kommenden Jahren noch eine sehr große politische Debatte führen müssen darüber, wo gehen eigentlich Agrarsubventionen hin? Und wie unterstützt man vor allem in Ressourcenverbrauch in Europa, der auch dem entspricht, dass keine Lebensmittel weggeschmissen werden, dass Menschen auch in der Lage sind, sich Lebensmittel zu leisten. Ich glaube, das muss die Diskussion mit sich führen, was gerade im Prinzip eine ehrenamtliche Bewegung von Foodsavern und Foodsharing ja im Prinzip bewirkt. Und da ist, glaube ich, europäisch noch viel zu tun, aber deswegen gibt es ja Europa, um genau diesen Austausch auch zu führen. Und vor allem, denke ich ja, die europäische Idee lebt ja so stark, das zeigt ja auch das Prinzip, das fast jetzt eine basisdemokratische Zusammenkunft ist, wo man genau diese Ideen auch miteinander austauscht, voneinander lernt. Ich glaube, dass wir sehr stark auch von Ihren Erfahrungen lernen können. Und insofern lebt auch jetzt hier in diesem Moment Europa. Ich habe gesehen, dass Lebensmittel weggeworfen werden und die sind ganz hübsch und lecker und das hat mich so verärgert einfach. Und dann habe ich ein bisschen gesucht und bei polnischer Tafel gelandet, aber dort hat es mir nicht ganz so gefallen, also schon gefallen, aber ich wollte etwas noch anderes machen. Und dann dachte ich, ja, so ein Verteiler wäre cool. Und dann, da ich Deutsch spreche, habe ich auch deutsches Foodsharing online gefunden und Kontakt aufgenommen. Damals mit Raphael Fellmer. Und dann kamen wir mit einer Kollegin nach Deutschland, haben besucht. 1000 Fragen gefragt und ja, dann haben wir Foodsharing in Polen organisiert. Hallo! Hi! Hallo! Na? Na? Alles gut? So. Ja, alles gut. Fangen wir mit der ganz einfachen Frage an. Wie oft werfen Sie Lebensmittel weg? Ah, leider zu oft. Ich habe zwei kleine Kinder und deren Einschätzung, was sie nun schaffen oder nicht schaffen, ist noch nicht so ausgeprägt. Das führt auch oft dazu, dass wir zu Hause dann schimpfen, weil sie dann auch mal Nachtisch haben wollen. Dann wollen sie es gar nicht oder schaffen sie es gar nicht mehr. Oder ich gebe immer schon zu wenig, dann sagen sie, warum gibst du mir nur zu wenig zu essen? Also das ist bei uns zu Hause gerade wirklich ein Thema. Was schaffen unsere Kinder eigentlich zu essen und damit wir nicht so viel wegschmeißen müssen. Okay. Aber machen Sie das manchmal auch kreativ, dass man einfach mal so aus dem Lebensmittelreste etwas Neues kreiert? Ja, machen wir zu Hause sehr gerne, dass wir dann wirklich die Sojanka-Suppe oder mit den Nudeln das Gemüse zusammen machen. Also wir probieren schon, dann die Reste noch gut zu verwerten und die Kinder sind da auch sehr dankbar, weil die ja noch neugierig auf neues Essen sind. Ja, ich glaube, das muss auch in unseren Schulen, Kitas eine Rolle spielen. Inzwischen gibt es das überall, auch die Mittagessenversorgung. Und ich glaube, wenn da Kinder sehen, was ihnen am Ende des Tages alles weggeworfen wird, ist das eben nicht das Vorbild, was sie brauchen, um zu sehen, die Lebensmittel sind wertvoll. Ich glaube, jeder, der mit Lebensmitteln sehr sorgsam umgeht, hat das von zu Hause gelernt. Und deswegen ist, glaube ich, das eigene Elternhaus, das Erleben, wenn ich in der Kantine bin, entscheidender als das, was der Bürgermeister will. Ja, wir sind hier Trade-Stadt. Das heißt, das handelt natürlich uns sehr um die Produktion der Lebensmittel.
bemühen, dass das fair ist. Das versuchen wir auch hier in unserer Gesellschaft zu implementieren, das Thema nicht wegwerfen und Lebensmittel auch wirklich konsequent nutzen, haben wir noch nicht so im Fokus. Aber das ist sicherlich etwas, was jetzt auch in den nächsten Jahren Thema wird, weil es einfach sehr viele Menschen beschäftigt. Wir haben in der Volkshochschule durchaus Kochkurse, die auch sich mit diesem Thema widmen. Wir haben ja auch als Fortbildung und auch als Teambildungsmaßnahme Kochkurse bei unserer VHS. Also da geht es schon in die richtige Richtung. Allerdings ist das Food Saving dann auch mal noch ein Aspekt. Und noch letzte Frage. Ihre Vision von Europa und Berlin der Zukunft. Ihre Kinder sind dann erwachsen oder fast erwachsen. Wie sind Sie denn und was wünschen Sie sich dann von Europa und natürlich von Berlin? Ich hoffe natürlich, dass wir Europa Berlin als freie Städte, als freie Regionen erleben, als friedliche Region. Das wäre so mein Grundwunsch. Und als eine Region, gerade meine Kinder sollen irgendwo aufwachsen, wo man miteinander lebt, aneinander denkt und auf den anderen aufpasst und nicht egoistisch. Also wenn wir immer an alle denken, die es vielleicht auch nicht so leicht haben in der Gesellschaft und die mitnehmen, wenn meine Kinder so ein Verständnis auf den Weg bringen, wäre ich sehr, sehr dankbar. Und nachhaltig konsumieren. Das sowieso, das sowieso. Daran arbeiten wir. Okay. Wunderbar, vielen Dank.